Hallo zusammen! Heute nehme ich dich mit auf eine Sightseeing-Tour durch Würzburg. Ich zeige dir die schönsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Nun wünsche ich dir viel Spaß beim Anschauen vom Video. Meine Sightseeing-Tour durch Würzburg habe ich an der Residenz gestartet. Sie ist das Wahrzeichen der Stadt und die bekannteste Sehenswürdigkeit. Der prunkvolle Gebäudekomplex ist aus dem Spätbarock und gehört zu den bedeutendsten Residenzbauten in ganz Europa. Wie viele andere Bauwerke der Stadt wurde die Residenz ebenfalls beim Bombenangriff 1945 schwer beschädigt. Nach Kriegsende wurde sie wieder neu aufgebaut. Das Gebäude der Würzburger Residenz ist riesig und hat 340 Räume. Rund 40 dieser Räume kannst du besichtigen. Die Würzburger Residenz ist aber nicht nur von innen sehenswert. Du solltest auch den wunderschön angelegten Garten besichtigen. Im Hofgarten kannst du frei herumlaufen und der Eintritt ist im Gegensatz zum Residenzgebäude frei. Ein Besuch der St. Johanneskirche lässt sich gut mit dem der Residenz kombinieren. Sie liegt fast unmittelbar daneben. Die St. Johanneskirche wurde am 24. Juni 1895 Johannes dem Täufer geweiht. Auch sie wurde im Krieg zerstört, neu errichtet und im Jahr 1957 wieder eingeweiht. Ich finde die Kirche wirklich sehenswert, da sie sich architektonisch von vielen Kirchen, die ich bisher gesehen habe, unterscheidet. Der Würzburger Dom ist neben der Residenz wohl eine der berühmtesten Sehenswürdigkeiten in Würzburg. Er ist ebenfalls unter dem Namen Dom St. Kilian bekannt, da er dem heiligen Kilian geweiht ist. Mit einer Gesamtlänge von 105 Metern ist es die viertgrößte romanische Basilika in Deutschland. Der Dom wurde im Jahr 1045 bis 1075 errichtet und beim Bombenangriff im Jahr 1945 ebenfalls stark zerstört und wieder neu aufgebaut. Noch ausführlichere Informationen zu den Sehenswürdigkeiten in Würzburg kannst du übrigens auch in meinem Blogbeitrag nachlesen. Den Link findest du in der Beschreibung. Das Neumünster liegt direkt um die Ecke vom Würzburger Dom. Sie ist eine weitere Kirche auf meiner Sehenswürdigkeitenliste von Würzburg. Das Gebäude ist innen wie außen sehr interessant. Das Neumünster wurde im 11. Jahrhundert als romanische Basilika errichtet. Im 18. Jahrhundert bekam die Kirche ihre Barockfassade und Kuppel. Im Jahr 1945 wurde das Neumünster nicht so stark zerstört, musste aber dennoch renoviert werden. Im Jahr 2009 fand innen ebenfalls eine Renovierung statt. Mein Stadtrundgang geht nun weiter zum Marktplatz. Dort findest du das Falkenhaus, das eine kunstvoll gestaltete Rokoko-Fassade hat. Ein wirklich toller Anblick. Im Mittelalter war dieses Gebäude vom Dompfarrer bewohnt. Heute findest du hier die Touristeninformation und die Stadtbibliothek. Die Marienkapelle befindet sich ebenfalls auf dem Marktplatz. Sie wurde im 14. Jahrhundert erbaut und ist trotz ihrer Größe weiterhin eine Kapelle geblieben. Sie steht auf den Überresten einer jüdischen Synagoge und verbirgt eine traurige Entstehungsgeschichte. Während der Pest wurde die jüdische Bevölkerung wegen dem Ausbruch des Schwarzen Todes beschuldigt. Dies führte zur Judenverfolgung und zur Zerstörung des jüdischen Viertels. An der Stelle der ausgebrannten Synagoge wurde dann die Marienkapelle errichtet. Um zur nächsten Attraktion zu gelangen, musst du auf die andere Mainuferseite. Die Festung Marienberg thront stolz über der Stadt. Ein Besuch der Festung lohnt sich alleine schon wegen der tollen Aussicht. Hierfür musst du allerdings einige Treppenstufen überwinden. Wenn du die Festung Marienberg zu Fuß erreichen willst, dauert das von der Innenstadt ca. 20 bis 30 Minuten. Es gibt oben aber auch kostenpflichtige Parkmöglichkeiten. Die Festungsanlage blickt tatsächlich auf eine 3000-jährige Geschichte zurück. Bereits 1000 vor Christus befand sich hier eine keltische Fliehburg. Die Festung Marienberg war vom 13. Jahrhundert bis zur Fertigstellung der Residenz Sitz der Fürstbischöfe. 1631 wurde die Burg von den Schweden erobert und zur Barockfestung umgebaut. Zu dieser Zeit entstand der kunstvoll bepflanzte Fürstengarten.
Während ich auf dem Weg zur Festung Marienberg den direkten Weg genommen habe, bin ich auf dem Rückweg durch die Weinberge gelaufen und unterhalb vom Maschikuli-Turm vorbeigekommen. Ein wahrhaft imposanter Turm. Er wurde 1724 bis 1729 von Balthasar Neumann zur Sicherung der Südflanke der Festung Marienberg errichtet. Er verfügt über 4 Ebenen. Über den 3 Ebenen für schwere Geschütze befindet sich eine Plattform für Gewehrschützen. Außer den normalen Schießscharten sind auch noch senkrecht nach unten gerichtete Schussöffnungen vorhanden. Diese nennt man Maschikulis. Die Deutschhauskirche war leider verschlossen, deswegen kann ich euch davon nicht mehr zeigen. Ebenfalls sehenswert ist der japanische Garten auf dem Gelände der Landesgartenschau. Er ist 1990 als Beitrag der japanischen Partnerstadt Ozu entstanden und symbolisiert die Verbundenheit der beiden Städte. Der japanische Garten ist aufwendig mit künstlichen Hügeln, Wasserquelle, Brücken angelegt. Eine Oase der Ruhe. Das Gelände der Landesgartenschau ist perfekt, um dem Trubel der Stadt eine Weile zu entfliehen und die Ruhe zu genießen. Auf dem Landesgartenschaugelände sind übrigens noch weitere interessante Themengärten angelegt. Der japanische Garten hat mir jedoch mit Abstand am besten gefallen. Auch wenn ich die alte Mainbrücke vorher schon passiert hatte, erwähne ich sie erst ziemlich zum Schluss meines Beitrags über die schönsten Sehenswürdigkeiten in Würzburg. Das hat den Grund, dass ein Stopp auf der alten Mainbrücke bestens geeignet ist, um den Stadtrundgang durch Würzburg bei einem Brückenshoppen abzuschließen. Nun fragst du dich wahrscheinlich, was ein Brückenshoppen ist, oder? Es ist hier auf der alten Mainbrücke quasi Tradition, einen Shoppen, also Frankenwein, zu trinken. So kannst du die Besichtigungstour mit einem Glas Wein und einem großartigen Ausblick auf die Festung Marienberg ausklingen lassen. Von der Mainpromenade hast du einen wunderbaren Blick auf die alte Mainbrücke und die Festung Marienberg. Besonders zum Sonnenuntergang ist sie ein beliebter Treffpunkt. Hier kann man sich von der Stadtbesichtigung erholen, die Beine über den Main baumeln lassen und die Aussicht genießen. Zum Abschluss zeige ich dir noch ein paar Bilder und erzähle dir mein Fazit zu meiner Stadtbesichtigung in Würzburg. Ich hatte einen wundervollen Tag und es hat viel Spaß gemacht, Würzburg und seine Sehenswürdigkeiten zu Fuß zu erkunden. Die Altstadt hat wirklich viel zu bieten. Natürlich war das Gläschen Wein zum Sonnenuntergang auf der Mainpromenade der perfekte Abschluss für einen gelungenen Tag. Das waren meine 12 schönsten Sehenswürdigkeiten in Würzburg. Ich hoffe, mein Video über diese schöne Stadt in Unterfranken hat dir gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben und einen Kommentar freuen. Wenn du meine weiteren Videos nicht verpassen möchtest, abonniere meinen Kanal. Es gibt jede Woche neue und spannende Inhalte. Vielen Dank und bis bald. Ciao!